Gebet am Frutigmerit. Der Walter von Haslere hat auch noch gewusst, wie er da am letzten Frutigmerit hege müssen hören, wie es dem Zündli-Bet gegangen sei. Der Bet ist mit Ehre von seinen drei Kühen, die er eigentlich hätte wollen, paar zu Merit, weil er finanziell grausam mit der Klempe war. Er hat den ganzen Vormittag nicht ein Bot bekommen. Er sei darum auch nicht zum Höschen gekommen. So 500 Franken, hätte er gemeint, müssen sie schon gelten. Er war fürchterlich geschlagen. Schon vor einem Monat hätte er den Darlehenszins zahlen sollen und sei der Lauf ja noch der Zinseszins. Und jetzt diese Geschichte. Was soll ich auch machen? Etwa zum Büschi in die Kaffeestube noch ein Milchkaffee mit einem Weinblatt zu haben, das geht ja gar nicht mehr. Der Hunger sei ihm sowieso vergangen. Er hätte ja noch ein gäbiges Quantum in Rundholz oben am Vorweg zu verkaufen. Aber die Sager sagen, sie hätten sonst schon zu viel Lager, die nicht zu verkaufen sei. Das schöne Rundholz geht mir wegen auch noch gerade zu Grund. Es dürfe es gewiss kaum dem Fräuli heimgehen sagen. Ein paar Schuhe für einen ältesten Bub ist im Moment nicht möglich, auch wenn es schon ein Zeitli zu klein sei. Schon länger tun mir die Zehengrüsli weh und am Morgen hat er grosse Mühe reinzukommen. Man hätte an diesem Meritabend mit Welt kaum mehr ein Wort reden. So hat das den Jungbürstel geplagt. Selbstverantwortung hat eben das Mal noch etwas gegolten. Man hat eben dann nicht grad sofort am Staat brüllt. Zündli-Bet ist eben der ging überall artig spitze gsi. Im Frühling ist der Albe zu weit, bevor das Gras zu gerechtem ist vorher. Nach zwei, drei Tagen war das Lägerli gehetzt und nebenum noch kein Gras. Dann hat sein Nachbar berichtet, Bet hege einen Haufen Gras, nur sei es noch nicht vorher. Er hege dann den Tierlern die Listür aufgetan und er sieht, sie sollen selber schauen, dass da kein Heu mehr in der Dilli sei. Aber das nur nebenbei.